Was geht ab, liebe Leute? Ich bin back in Germany. Mich haben in der Vergangenheit einige gefragt, wie teuer eine Motorradausrüstung ist, was ein Motorrad kostet, welches Bike ist das Beste, dies, das, jenes. Und ich habe gedacht, ich mache da mal ein kleines Video zu. Ich kann jetzt natürlich nur für mich sprechen, für meine Ausrüstung, für mein Motorrad, aber ich glaube, dann hat man schon mal so einen groben Richtwert, was das alles kostet und worauf man so achten sollte. Ja, und ich würde sagen, ich drehe jetzt eine kleine Runde und dann legen wir direkt los. Bis gleich. Jo Leute, dann legen wir mal los. Punkt 1. Der Motorradhelm. Viele denken sich wahrscheinlich, jo, ich gehe mir mal eben Motorradhelm kaufen, ist aber leider in der Regel nicht der Fall. Also ich kann jetzt nur von mir sprechen. Ich habe für meinen Motorradhelm, beziehungsweise für meine Motorradhelme, habe ich locker 3 Stunden gebraucht. Ich lasse mir da halt immer ultra viel Zeit. Meistens merkst du halt erst nach 30, 40, 50 Minuten, ob ein Helm passt oder nicht. Dann merkst du nämlich, yo, der drückt da ein bisschen, das ist unbequem oder die Windgeräusche sind mir zu laut. Und deswegen kann ich halt echt nur empfehlen, wenn ihr euch einen Helm kauft, fahrt in den Laden, lasst euch beraten, probiert alle Helme an, die euch gefallen. Wenn ihr die Möglichkeit habt und ein Motorrad dabei habt, setzt euch eine Runde aufs Motorrad, fragt die im Laden, ob ihr mal eine Probefahrt machen dürft. Dann könnt ihr nämlich schon mal so horchen, wie die Windgeräusche so sind. So, wenn ihr es bis dahin geschafft habt, der Helm sitzt auf dem ersten Blick, optisch gefällt er euch auch, dann würde ich den kaufen. Und ich habe das dann halt immer so gemacht, ich habe mich halt abends dann mit dem Helm nochmal eine halbe, dreiviertel Stunde auf die Couch gesetzt, um einfach zu gucken, yo, drückt der irgendwo, ist irgendwas doch nicht so geil, wie ich dachte. Ja, und wenn er dann doch merkt, der drückt irgendwo, dann kann ich halt nur den Tipp geben, dann fahrt in den Laden und wiederholt das Spielchen nochmal, tauscht den Helm um und probiert nochmal neue an, bis ihr halt den richtigen gefunden habt. Und ansonsten, Preise für Helme, ich glaube, so Pi mal Daumen von 150, 180 Euro bis Ende offen, könnt ihr da so ziemlich alles an Geld für ausgeben. Ich habe für das Motorrad mir erst einen Helm gekauft gehabt, der hatte so ungefähr 300 Euro gekostet. War auch so an sich ein Top-Helm, aber als ich dann gefahren bin, habe ich gemerkt, yo, der ist viel zu laut, also das war richtig unangenehm. Ja, und dann habe ich den halt ein paar Tage später umgetauscht, habe mir nochmal einen neuen gekauft. Der hat dann halt leider etwas über 400 Euro gekostet. Aber da muss ich halt auch ganz klar sagen, da kann man halt nicht immer nach dem Preis gehen. Man muss halt eher danach gehen, was passt einem. Ansonsten wirst du halt nicht glücklich damit. Nächster Punkt wäre, ja, fangen wir mal mit dem Punkt Handschuhe an. Handschuhe ist easy, fährst in den Laden, probierst welche an. Entweder passen die oder die passen halt nicht. Da gibt es jetzt nicht so viel zu beachten. Wichtig ist halt am besten Handschuhe, wo die Knochen hier geschützt sind und auch die. Für den Fall, dass man mal fällt, dass man sich die Gelenke schützt. Und ja, wenn die dann noch wasserfest sind, das wird sich natürlich auch noch anbieten, dass man im Regen keine nassen Finger bekommt. Handschuhe sind auch nicht teuer, also ich habe für meine 50 oder 60 Euro bezahlt. Man kann halt auch ohne Probleme das Doppelte oder Dreifache für Handschuhe ausgeben. Ob das sein muss, sei mal dahingestellt. Ist auf jeden Fall verhältnismäßig eher was Günstigeres. Nächster Punkt wäre Motorradschuhe. Die besitze ich persönlich nicht. Ich hatte mal welche, aber ich muss sagen, ich fahre lieber ohne Schuhe. Ich finde das angenehm, wenn ich die Rasten merke, wenn ich den Schalthebel merke und so. Ich muss einfach ein bisschen Feedback vom Motorrad bekommen. Ich kann auch da nur wieder sagen, kauft euch besser Schuhe. Ne? Es ist einfach sicherer. Für mich ist es aber definitiv nichts. Schuhe kriegst du auch schon gute für 120, 150 Euro oder so, ist jetzt auch nicht die Welt. Da fährst du auch einfach in den Laden, probierst die an, entweder passen sie oder sie passen halt nicht. Man kann auch mehr Geld ausgeben, wenn man sich so Stiefel holt oder so, aber da bin ich halt gar kein Fan von, da habe ich auch gar keine Ahnung von, aber dann gehen die Preise wahrscheinlich auch deutlich über 200, 300 Euro. Muss man dann halt abwägen, ob man sowas haben will oder nicht. Oh, 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 rote Ampel. Ja, das ist eigentlich alles zum Thema Schuhe. Dann kommt wohl, abgesehen vom Helm, so das wichtigste Thema, und zwar eine Jacke und eine Hose oder halt eine vernünftige Kombi. Da muss ich halt auch sagen, nehmt euch ein bisschen Zeit dafür. Das sind halt auch Sachen, die sind halt nicht gerade günstig. Fahrt in den Laden, probiert Sachen an.
Ich kann jetzt wieder nur für mich sprechen, ich fahre halt eine Supersportler. Für mich kam halt nur in Frage entweder eine Einteiler-Kombi oder so ein Zweiteiler. Ich habe mich am Ende für einen Zweiteiler entschieden, einfach aus dem Grund, dass du halt ein bisschen flexibler bist. Du kannst halt bei einem Zweiteiler, ich weiß nicht, ob ihr alle wisst, wie ein Einteiler aussieht oder ein Zweiteiler, aber ein Zweiteiler, du hast halt unten an der Jacke, hast einen Reißverschluss und an der Hose ebenfalls. Und du kannst dann halt die Jacke mit der Hose verbinden, so dass du dann theoretisch auch einen Einteiler hast. Das finde ich halt ganz geil, weil wenn du mal eine längere Tour machst oder so und dann machst du eine Pause, dann kannst du halt die Jacke ausziehen. Dann schwitzt du dich nicht so kaputt. Du kannst halt unten den Reißverschluss losmachen, dann kannst du die Jacke ganz normal ausziehen. Und das kannst du bei einer einteiligen Kombi halt nicht. Und halt auch das Thema auf die Toilette gehen, ne? Also das ist halt mit einer zweiteiligen Kombi ist das schon echt anstrengend. Für mich war ein Zweiteiler einfach praktischer und daher auch logischer und deswegen habe ich mich halt einfach dafür entschieden. Preis für so einen Zweiteiler, den ich jetzt habe, ich glaube, ich habe 950 Euro circa dafür bezahlt. Da kann man aber auch noch deutlich mehr Geld für ausgeben. Aber auch da sage ich wieder, da kann man beim Kauf nicht nur nach dem Geld gehen, sondern man muss halt einfach danach gehen. Passt das, komme ich damit auf dem Motorrad klar, weil man hat am Ende einfach nichts davon, wenn das Ding dann 200 Euro günstiger ist oder vielleicht auch nur 100 Euro günstiger und dann, weiß ich nicht, dann drückt das beim Motorradfahren oder das ist einfach, ja, passt am Ende einfach nicht. Dann ärgert man sich halt einfach nur und dann muss man wieder entladen und wieder was Neues kaufen. Also beim Helm und bei einer Kombi würde ich nicht sparen. Außer es geht finanziell überhaupt nicht anders, dann okay. Aber wenn irgendwie die Möglichkeiten da sind, dann würde ich da nicht auf den Preis gucken, sondern einfach danach, was passt mir am besten. So, was haben wir jetzt alles? Wir haben Kombi, wir haben Helm, Handschuhe, Schuhe. Ja, das ist eigentlich die Grundausstattung. Ja, man kann halt ansonsten noch viel, viel, viel mehr Geld ausgeben. Ich habe halt zum Beispiel noch einen Rucksack für auf dem Rücken. Der hat 40 Euro gekostet, wenn ich mal eine längere Strecke fahre. Eine Beintasche habe ich auch noch, die hat auch 40 Euro gekostet. Ja, und dann so ganz viele Kleinigkeiten halt, ne? Also man kann halt echt viel, viel, viel Geld da lassen. Ist halt Motorradfahren, ist nicht günstig. Was dann halt auch noch kommt, ist halt das Motorrad an sich. Ich würde das jetzt nicht als Ausrüstung beziffern, aber ja, ein Motorrad gehört halt einfach auch dazu. Mein Motorrad hat gekostet 5.600 Euro. Für so eine gebrauchte Supersportler geht das eigentlich klar. Die hat halt auch noch nicht so viel gelaufen. Die hatte gelaufen 22.000 Kilometer. Auch da kann man halt viel, viel mehr Geld da lassen. Aber beim Motorradfahren, ich kann mich halt einfach nur wiederholen, spart nicht am falschen Ende. Dann macht das ganze Fahren keinen Spaß mehr und ja, am Ende leidet im schlimmsten Fall auch noch die Sicherheit darunter, deswegen lieber 2 Euro mehr ausgeben und dann sicher unterwegs sein. Also Leute, Thema Ausrüstung würde ich sagen, wäre damit erstmal abgehakt. Wenn ihr Fragen haben solltet, haut die einfach in die Kommentare, ich versuche die zu beantworten. Ich bin zwar, was das Thema Ausrüstung angeht, überhaupt gar kein Pro, aber ich versuche es auf jeden Fall zu beantworten. Und vielleicht konnte ich ja dem einen oder anderen damit ein bisschen helfen. Gerade für diejenigen, die vielleicht gerade einen Führerschein machen wollen oder gerade dabei sind. Ja, Leute, dann würde ich sagen, bin ich an der Stelle auch raus. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, könnt ihr ja gerne mal ein Like da lassen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut rein, Leute.